Meine Damen und Herren, Cybercrime ist zwar eine der jüngsten, aber am stärksten wachsenden Wirtschaftszweige der organisierten Kriminalität. Und man würde es nicht für möglich halten, wenn man das sieht, dann kann man das schon eher glauben. Natürlich sehr begünstigt durch die digitale Transformation, begünstigt durch Informations- und Kommunikationstechnologie, die uns auf der einen Seite natürlich sehr viel Positives mitbringt, auf der anderen Seite natürlich auch einige Sicherheitsrisikos birgt und vor allem die Bedrohungspotenziale damit auch erschließt. Ja, er sagt, um vorzubeugen, braucht es einerseits moderne Gegenmaßnahmen, andererseits auch ein erhöhtes, wir haben es gerade angesprochen, Bewusstsein in Unternehmen. Er arbeitet seit 2010 am Austrian Institute of Technology im Department Digital Safety and Security, ist dort unter anderem genau für diese Themen zuständig, um die es heute geht, auch die Verbesserung der digitalen Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre, Sicherheit in der Cloud sowie allgemeine Themen der IT-Security. Wir freuen uns, dass er heute hier ist, Dr. Martin Stierle. Bitte schön. Unser Thema, das beschäftigt uns, das ist zentral. Mit dem Thema Digitalisierung sehen wir nicht nur, was unsere Kids in den letzten Jahren erlebt haben, dass unsere Privatkommunikation sich total verändert, aber mit dem zusätzlichen Kommunizieren von Sensoren, Aktuatoren, von abgesetzten Einheiten, Machine-to-Machine-Kommunikation, vervielfacht sich dieses Thema und Themenfeld und wird alle unsere Lebensbereiche in der einen oder anderen Form in den nächsten Jahren betreffen. Ob das jetzt die Mobilität ist, beim Thema Vernetzung unserer Autokommunikation, Auto mit Infrastruktur, mit Ampeln, mit anderen Autos, immer mit dem Ziel natürlich, effizientere Infrastruktur der Industrie zu generieren, aber auch natürlich im Nachgang, werde ich es dann zeigen, mit den entsprechenden zusätzlichen Sicherheitsproblemen, die wir uns damit in unserem gesamten Lebensbereich einfangen. Das gilt für unsere Utilities, Energieversorger, das gilt für die Medizin, das gilt für alle Produktionsprozesse oder auch nur Smart Cities, Umweltdaten und gesteuerte Haushalte. In allen Bereichen wird Digitalisierung mit Sensoren und Aktuatoren voranschreiten. Und damit haben wir das prinzipielle Problem der Sicherheit. Das Problem ist nicht nur, dass wir sozusagen eine zusehends eintretende Vernetzung vor uns sehen, sondern auch immer erhöhtere Komplexität der Systeme und ein damit sinkendes Systemverständnis und zusätzlich immer komplexer werdende Angriffsvektoren, mit denen wir sehen. Wir kennen Virenschutz und Perimeter, keine Frage, klassische Verteidigungsstrategien auf unserem PC, aber diese Methoden alleine reichen nicht. Es gibt neue Angriffsvektoren und wir haben damit sozusagen ein zusätzliches Problem und zusätzliches Thema. Wichtig, glaube ich, ist es auch in der Wirtschaft das Thema Bewusstsein und dass diese Sicherheit etwas kosten wird. Ja, kommt darauf dann noch einige Mal. Das zweite klare Thema ist hundertprozentige Sicherheit, werden wir nicht mehr haben in unserer Gesellschaft, hatten wir nie, aber auch in dem Kontext. Und Ziel ist es sozusagen, die Systeme möglichst so zu bauen, dass einzelne Ausfälle nicht die Gesamtheit blockieren. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, Cybercrime ist bei meinem Vorredner schon Thema gewesen, ist aber eigentlich ein sehr junger Wirtschaftszweig. Es gibt mittlerweile, ups, Entschuldigung, 400 Millionen Malware-Versionen und Varianten. Ja. Es gibt täglich heutzutage eine halbe Million mehr Signaturen. Und es kommt sozusagen von der Bedrohung her die unterschiedlichsten Motivationen, die hier eine Rolle spielen. Teilweise wurde es eh von meinem Vorredner auch schon gesagt. Ich glaube, das Thema Erpressung ist zwar zurzeit aktuell, aber noch nicht ganz das zentrale Thema für die Unternehmen. Das Thema Betriebsspionage ist ein zentrales. Wir haben vor einem Jahr einen österreichischen Konzern geholfen,
beim Thema IT-Security-Architektur. Die sind global vernetzt, hatten einen Anruf von einem CIA-nahestehenden Sicherheitscompany: Houston, ihr habt ein Problem. Die hatten Leute in ihrem Netz und hatten mit Forensik ein halbes Jahr nicht herausgefunden, was passiert ist. Nichtsdestotrotz, beim einem halben Jahr später von uns durchgeführten Check haben wir eine in ihrem Online-Auftritt eine Seite eines chinesischen Hackers gefunden, der gemeint hat, der Zugriff in das Datennetz hier kostet so und so viel Yuan. Das heißt, bei uns gibt es sozusagen den Spruch, es gibt nur zwei Arten von Firmen, die einen, die gehackt wurden, und die anderen, die es noch nicht wissen, dass sie gehackt wurden. Das sind sozusagen auch beim Thema sozusagen Sabotage, Denial-of-Service-Attacken. Ich glaube, ich habe so, ohne jetzt wirklich in die Zertaktivitäten Österreichs involviert zu sein, in den letzten zwei Wochen gehört, dass zumindest zwei kritische Infrastrukturunternehmen Österreichs heuer schon massiv attackiert wurden. Klarerweise geht es dann noch weiter, sozusagen, wo dann staatliche und terroristische Organisationen dahinter sind, als Motivation. Das sind normalerweise die Themen, die meisten Unternehmen und Forschungszentren nicht ganz so interessieren, es sei denn, unsere Technologien können helfen, Teile zu verhindern. Die Angriffsmethoden sind vielfältig. Klarerweise gibt es technische Schwachstellen, menschliches Verhalten, teilweise eben mit mehreren Angriffsschritten und über die Zeit verstreut sehr sophisticated Angriffe, die gezielt sozusagen auf irgendeine Firma oder ein Thema hingreifen. Klarerweise menschliches Verhalten, einfache bekannte Passwörter oder einen USB-Stick bei der Konferenz zu nehmen und einzustecken, kann schon mal passieren, ist auch mir schon mal passiert. Phishing oder Software-Vulnerabilities, die bekannt werden und ausgenutzt werden, oder einfach Fehler im Betrieb. All das passiert. Klarerweise gibt es dann noch sophisticated Themen, die sozusagen über Edward Snowden bekannt gemacht wurden. Das ist meistens nicht ganz unser Thema. Aber die Angriffsmethoden sind vielfältig und komplex. Ein Beispiel, das ich euch zeigen möchte: Snowden ist eine Art Google für Internet of Things Connectivity. Dort wird gescannt nach Vulnerabilitäten von Cyber-Physical Systems. Mit wenig Zeit hat einer unserer Studenten innerhalb einer Stunde Einblick in eine Feuerwehr in Österreich gehabt, in einem Haus die Temperatur regeln können, in Amerika sich eingehackt, irgendwo in ein Haus, in die sozusagen wirtschaftsrelevanten Themen haben wir nicht hineingeschaut. Wir haben auch nichts verändert. Ja. Aber hier kann man systematisch abfragen, wo Angriffsmöglichkeiten ganz einfach für jeden Schüler aus Zufall passieren könnten. Ja. Also das ist, könnt ihr selber nachschauen, ausprobieren. Also nichts verändern bitte, aber sozusagen einfach sehen und Bewusstsein zu schaffen. Und das ist der Anfang aus meiner Sicht sozusagen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 10 Milliarden Geräte in Konnektivität ins Netz. Das wären 10-mal so viel in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das werden vor allem Dinge sein, also Steuerungsgeräte, Steuerungseinrichtungen. Und da wird man dann sehen, wo man überall hineinkommt. Das Hauptthema ist aus unserer Sicht, oder eins der Hauptthemen ist, Angriff versus Verteidiger, ist ein neuer Softwarepark an Vulnerability bekannt. Dauert kurz, bis Angreifer sie nutzen, und lange, bis sozusagen in einem Unternehmen irgendwie die bekannten Schwachstellen bearbeitet werden. Rein statistisch, muss nicht auf eure Unternehmen zutreffen, logischerweise. Für Private ist es bekannt, oder letzten Herbst bekannt gewesen, 1,4 Milliarden Handys sind prinzipiell leicht angreifbar, zumindest damals gewesen. Bei Firmen, was wir eben gesehen haben bei einem unserer Partner, dass eben ein Angriff mehrstufig über längere Zeit erfolgt und teilweise, selbst wenn entdeckt wird, dass wir im Netz ist, noch nicht bekannt ist sofort mit Forensik, was wirklich gemacht wird. Das sind sozusagen die Themen, wo man einfach
über Bewusstsein, über Übungen, über Zusammenarbeit schauen muss, dass man sich vorbereitet, so gut es geht. Das Risiko ist vorhanden, hundertprozentigen Schutz wird es nicht mehr geben. Generell im Unternehmen haben wir natürlich sozusagen das CIO-CEO-Thema und Problem. Ich bin Costcenter im CIO, ich bin nicht umsatzbringend aus der Sicht des CEO. Und was beim Cyber-Physical System noch dazu kommt, es gibt sozusagen ein generelles Safety versus Security Problem. Safety ist im Wesentlichen Software geschrieben für, sagen wir mal, Flugzeuge, für Industrieanlagen, für ähnliche Systeme, die normalerweise einmal geschrieben und funktionierend nicht mehr verändert wird. Durch den Zugang, effizienter zu werden, neue Technologien und deren Vorteile zu nutzen, Off-the-Shelf-Technologien günstiger einzubauen, bin ich plötzlich beim Thema Security auch und muss sozusagen Software-Updates auf Vulnerabilities rasch einspielen, versus ich sollte die Software nicht ändern, weil sie funktioniert. Dieses Thema haben wir in der Forschung, das haben die produzierenden Unternehmen sicher auch, mit Siemens sind wir gerade in Forschungsprojekten in die Richtung, das ist sozusagen ein intrinsisch momentan vorhandenes riesiges Forschungsthema. Gut, was gibt es sozusagen an Gegenmaßnahmen? In Österreich sind wir an sich sozusagen mal strukturell auch ganz gut aufgestellt mit CERTs, mit Initiativen vom Kanzleramt, mit Cybersicherheitsplattformen, Kompetenzzentren. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Strukturen in Österreich, auf der anderen Seite geht es immer um Kompetenzen. Und wir haben hier sozusagen auch in Österreich ein nationales Sicherheitsforschungsprogramm. Wir haben coole Unternehmen, die teilweise Sicherheitstechnologien verkaufen und auf den Markt bringen, wie die Icarus oder andere. Wir haben von der Forschung ein paar unserer Partner auch hier heute relativ viel. Im IT haben wir in unserem Department 260 Mann, die die unterschiedlichsten IT-Security-Themen beforschen und versuchen immer Lösungen für und mit den Unternehmen zu entwickeln oder teilweise Technologien, die dann Unternehmen, wo das Unternehmen dann unser Know-how als Produkt auf den Markt bringt. Und das ist so ein bisschen, wo fangen wir an? IT-Grundschutz, die normalen Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen beforschen wir nicht, ab und zu gibt es ein bisschen Consulting, falls wirklich spezifisch nachgefragt wird. Das ist aber nicht so unser Thema. Im Bereich Risikomanagement sind wir ein bisschen unterwegs beim Thema zum Beispiel Smart Grids oder dort, wo Steuerungsnetze und IT-Netze zusammenkommen, mit dem Thema mathematische Methoden zur Simulation von Kaskadeneffekten. Neoprojekten zum Beispiel, weil ich gerade ein zögerliches Gesicht sehe, durch Zufall und Partnerschaft von einem ursprünglich einem Projekt im Bereich Hafensicherheit in Europa sind wir da relativ stark. Blockiere ich Kräne über Cyberattacke, gehört einer Firma von vielen Firmen im Hafen, kann ich plötzlich die Schiffe nicht mehr entladen und der ganze Hafen steht still. Also da ist so, dass Cyberattacken auf einen durchaus das gesamte sozusagen Funktionalität der Infrastruktur lahmlegen können. Im Bereich Privacy, Security by Design, da geht es eben um Fragen, wie kann ich Safety und Security im Co-Design in neuen Ansätzen gemeinsam entwickeln. Im Bereich angewandte Kryptographie versuchen wir, neue Ansätze auch zu finden, wo Sensoren mit Signatur nicht nur teilweise dem Nutzer der Anlagen, sondern auch dem Produzenten für Wartungsmanagement, ähnliche Themen, sozusagen unterschiedlich Daten zur Verfügung gestellt werden können, aber authentifiziert, sodass dann immer noch klar ist, dass die Daten nicht gefaked sind und dadurch irgendwelche Unternehmen abgedreht werden, weil falsche Daten sagen, dein Reaktor geht gleich hoch, obwohl es nicht stimmt oder ähnliche Dinge. Beim Thema Cyberattack Information Systems sind wir aktiv in der Suche, sozusagen das Unknown zu detektieren. Sprich, komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Und beim Thema
Cyber Incident Information Systeme. Da ist es so, dass wir mit CERT und den EU-Projekten zusammenschauen, wie man, falls ein Incident stattfindet, teilweise maschinenlesbare sozusagen Datenaustausch besser zustande bringt und trotzdem entsprechend Gesetze von Aktiengesetz, was darf ich kommunizieren und ähnliche Dinge, das vom Prozess und vom Technologie hier entsprechend schnell der Austausch stattfinden kann. Es geht um Resilienz unserer Systeme und wie gesagt, da geht es darum, um das ein bisschen konkret zu sehen, ein bisschen anzuknüpfen, was mein Vorredner gesagt hat, möglichst viele Logfiles und dann mit Machine Learning zu schauen, was ist sozusagen die Normalsituation in einem Unternehmen, um Änderungen und Abweichungen zu finden. Sozusagen auch ohne Signatur jetzt eines Virus oder sonstiges, sondern im Verhalten der Kommunikationssysteme, der Computer und Anlagen in einem Unternehmen. Ja, generell AED hat in den letzten 2-3 Jahren Projekte koordiniert mit mehr als 40 Millionen Euro, mit vielen europäischen Partnern zu den unterschiedlichsten Themen im Bereich IT-Security. Und aus unserer Sicht, das Wichtigste für unsere Gesellschaft ist schlichtweg Bewusstsein schon in der Schule, Bewusstsein in der Öffentlichkeit und insofern vielen Dank auch an die Wirtschaftskammer, auch mit diesem Idee immer wieder Bewusstsein zu schaffen, die Ausbildung in dem Bereich zu verstärken. Ich glaube, dass wir hier alle Industriebereiche, auch die Forscher in ihren Know-how-Bereichen sozusagen, alle ein Riesenaufgabenfeld auch in der Zukunft vor uns haben. Und wichtig ist es einfach die Kompetenz, ob das jetzt durch Beratungsunternehmen für IT-Security, ob das jetzt Technologiehersteller und österreichische Produzenten sind, ob es Service-Dienstleister sind oder auch in der Industrie und Forschung, dieses Bewusstsein vorhanden ist und immer wieder die Leute wachgerüttelt werden. In diesem Sinne, vielen Dank. Dankeschön an Sie, Herr Dr. Stierle. Gibt es Fragen an dieser Stelle hier im Publikum? Dann zögern Sie bitte nicht. Heben Sie gerne die Hand. Carmen wird mit dem Mikrofon zu Ihnen eilen. Ja, Herr Dr. Stierle, welchen Beitrag kann denn die Wissenschaft oder die Forschung gerade in Zukunft auch noch bei diesem Thema leisten aus Ihrer Sicht? Naja, es ist sozusagen vielfältig. Im Extremfall sozusagen bei, ich sage es immer, bei der Paranoia Group, also bei den sehr sicherheitsorientierten Einrichtungen dieses Landes geht so weit, dass sie Software geschrieben in Amerika und Israel gar nicht trauen, nicht einmal der in Deutschland geschriebenen Software trauen. Das heißt, eigene Produkte aus dem eigenen Land zu generieren, wo wir teilweise sozusagen mit Know-how Beiträge liefern, aber mit Partnern sozusagen, weil Produktentwicklung sind wir in den Forschungszentren allemal nicht, aber mit Partnern wirklich österreichische Produkte entwickeln können. Wir treten auf Messen, Konferenzen auf, um einfach HTL-Schüler bis Studenten für das Thema zu begeistern, zu interessieren, damit einfach Know-how im Land vorhanden ist. Und klarerweise gibt es dann immer wieder mannigfaltige Forschungsthemen, wo wirklich an Lösungen gearbeitet wird, die dann möglicherweise patentiert weltweit zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Es geht also darum, das Know-how zu stärken, auch weiterzutragen. Im Sinne des Bewusstseins, das Sie vorhin angesprochen haben. Also interessanterweise, ohne dass ich etwas beigetragen habe, in der Klasse meines Sohnes wird Facebook nicht verwendet. Wirklich? Das ist aber eine Ausnahme. Aus Security-Bewusstsein. Sie wollen ihre Daten zukünftigen Arbeitgebern nicht so leicht zur Verfügung stellen. Oder ihre Fotos, die dann nicht so nett sind wie manche Daten. Das ist mal ein Ansatz, den man so manchem Jugendlichen herantragen muss. Aber ich hab nichts beigetragen. Ja. Gut, im Sinne des sehr strikten Zeitansatzes muss ich hier an dieser Stelle Schluss machen. Ich nehme mal an, Herr Dr. Stierle, Sie stehen noch zur Verfügung, auch wenn danach noch die eine oder andere Frage bilateral zu klären ist. Wir sagen vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Danke für diesen